Ja, da sind wir wieder. Harry Potter Teil 1 und der Spaß kann weitergehen. Ja, ich habe mich mal hier an den Tisch gestellt. Gesetzt gestellt? Alles klar. Ich setze mich an den Stehtisch und warte eigentlich auf... Was denn? Du setzt dich an den Stehtisch. Ja. Alles klar. Ja, und ja, jetzt wollte ich eigentlich erzählen, dass ich hier auf Ron und Hermine warte und die nicht kommen und weil hier keiner ist und aber jetzt gehe ich weiter, so. Du dich so drüber lustig machst, dass ich hier ein bisschen Storytelling machen wollte. Ach ja, ist das herrlich. Dieses Spiel ist Spaß pur. Ich finde schon. Du findest schon. Ja. Ach guck mal, das Stundenglas hat er wieder runtergestellt, das Arschloch hier. Richtiges Arschloch-Kind. Oh, Schluchz, Schluchz. Potter kommt nicht mehr aus dem Schloss raus. Geh doch zurück zu deinen Muggels, Potter. Du hast bei Zauberern wie mir nichts zu suchen. Ja, mach ich dann auch. Geh ich einfach weg. Ich würde sagen, aber bevor wir den auf die Fresse hauen. Ja, was machen wir vorher? Ich mache was. Du machst, schaust gebannt zu. Ich gehe jetzt nämlich hier hin. Ja. Ja. Pass auf. Ja. Dann gehe ich jetzt hier runter. Ja. Und dann gehe ich in den Gemeinschaftsraum. Und dann? Sag ich kaputt, Draconis. Und dann bin ich drin. Und wir haben ja gelbe Bohnen gesammelt. Ja. Mhm. Und die geben wir jetzt ab. Ja. Das werden wir tun. Und da ist bestimmt eine. Bohnen mit Ohrenwachsgeschmack. Das Passwort für das Porträt des alten vornehmen Barons lautet Himbeerbrause. Ich hoffe, du findest das Porträt. Es lohnt sich. Sieh dich gut um. Ah ja, Himbeerbrause. Gut, dass wir schon wissen, wo das Porträt ist. Wäre auch schwer gewesen, das zu finden. Da gibt ja so einige Porträts hier. Der Typ ist weg mit der eingeschlagenen Fresse. Hat die Gesichtskirmes. Ja. Aus der Leid. Haben sie vergrault. Vielleicht hat er nur einen Tarnzauber gesprochen. Also einen Vielsafttrank getrunken, um ja immer hier bei Harry Potter zu bleiben. Ein was-Trank? Ein Vielsafttrank. Was kann der denn? Verwandeln. Jetzt hast du den Film nicht geguckt? Die Kammer des Schreckens? Da müssen wir aber noch... Ah, das kommt bestimmt noch... Wir haben uns ja vorgenommen, wir sind ja, ne? Wir sind ja, was? Zauberlehrlinge. Zauberlehrlinge. Und wollen das ja alles meistern hier. Und werden die komplette Reihe Harry Potter spielen. Alle Teile. Für sämtliche Konsolen. Ja. Ja gut, für sämtliche. Also wir werden jetzt nicht den ersten Teil für alle Konsolen spielen, für die da rausgekommen ist. Aber wir zocken Teil 1 bis 7. Würde ich sagen. Und dann kommt Kammer des Schreckens, ja. Und dann willst du erfahren, was sich mit dem Vielsafttrank auf sich hat. Ich will ja auch nicht spoilern. Ne? Aber jetzt werde ich erstmal hier die Stundengläser verzaubern. Wingardium Leviosa. Guck, ich kann das sogar, ohne dass ich dieses Button lernen, machen muss. Das was? Wie du den Zauber gelernt hast. Ja. Wenn du deine Knöpfchen drücken musstest. Die Knöpfchen. Die Knöpfchen des Todes. Offen. Und jetzt? Passiert? Nix. Mama! Oh, Zeit für eine kleine Lektion, Potter. Ich werde dir etwas über Zauberknallbonbons beibringen. Toller Zauberer. Du wirst dieses Schloss erst verlassen, wenn ich mich gerecht habe. Er ist fast am Heulen. Na, richtige Pussy. Oh. Ich, ja. Aber ich kann kein Flipendo machen. Okay. Jetzt. Bums. Zeigen wir richtig, wo es lang geht. Zack. Ich da ein. Oh. Das ist ein Endboss-Fight, ja, wie bei God of War. Ah, es ist er weggerannt. Hab ein bisschen. Oh, stimmt, ich kann ihn nicht auffangen. Wir sind hier nicht bei Goof Troop. Auf die Ende Wochenende. Crap, verlier diesen Emporkömmling nicht aus den Augen. Jetzt, Potter, gebe ich dir eine Kostprobe meiner Super-Zauber-Knallbonbons. Ach so ein Crepe hätte ich auch Lust jetzt. Ja. Dann werde ich den Super-Knallbonbon an den Kopf schmeißen. Mm. Mm.
It's over 9000! Oh. Oh, die explodieren direkt. Die Kleinen. Ah. Jetzt geht's aber richtig ab da, wa? Zack. Hat aber ganz schön viele Leben dafür, dass er so ein kleiner Pisser ist. Brauchst einfach holen, einfach nur weil es kann. Alter, rennt er wieder weg. Zappet! Ach Mann! Kann doch nicht wahr sein hier. So ganz drauf hasse es heute nicht, ne? So, hat er wieder einen gekriegt. Ah. Und du auch. Ach, ich habe einen Frosch hier. Ist ja kein Problem. Na, guck an. Crap, du Idiot! Du solltest mich doch beschützen! Goyle, komm her! Jetzt zeigen wir diesem Trottel mal, was richtige Zauberer sind! Wenn sie mit Knallbaum schmeißen. Was denn? Will er denn da bitte? Das kriegst du von allen Seiten ein oder was? Anscheinend. Stalingrad. Oh, wow, wow, wow. Wow, 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 wow. Ist aber haarscharf hier alles. Auch, dass du nicht das Zeitliche segnest. Ja, gehen genug Frösche rum. Konnten wir eigentlich am Anfang eine Schwierigkeit einstellen? Nein. Ach, da war einer. Gesehen. Ah, ich muss sagen, zweimal oder so, ne? Höchstens. Einmal? Hotter, du Mist! Ich hab höchstens gesagt. Beim nächsten Mal wirst du nicht so viel Glück haben. Das können. Ich bin der größte Zauberer der Geschichte. Nein, das ist Merli. Das werde ich sein. Bis dahin, der Geschichte. Ich werde erst Geschichte sein. Du das wirst, kommt ja noch. Du wirst Geschichte sein. Ja. Was ist ja denn für ein Dummbatz? Und so einen kleinen Witz eingebaut. Oh. Tutsch. Willst du mich nicht mal loben? Die Uhr der Hauspunkte läuft langsam ab. Was sind wir? Dreizack? Oder? Nee, wir sind Blume. Wir sind Blume. Natürlich heißt das Bienenstock. Kokon. Ja, ich wollte sagen, ich möchte Bienenkokon sein. Wir hatten 100, ne? Ravenclaw. Ja, so viele hatten wir. Ja, ich meine an die 100. Die haben ja nix. Hufflepuff müssen noch schlechter sein. Hufflepuff. Nee, die haben mehr, ne? Ein mehr, ja. Vor allem, die vergehen doch immer... Oh. 5 oder 10 Punkte, wie kann man da ungerade haben? Ich gebe euch 1,5 Punkte. Gryffindor. Direkt 100 auf den Kopf. Gryffindor hat die meisten Hauspunkte. Gibt's einen Preis? Alle jubeln, keiner da. Ja, in Folge den Hauspokal bekommen. Wer erzählt das? Der ist ja auch für nichts zu schade. Ich wollte gerade sagen, wolltest du mir nicht loben, dass ich das so schön gemacht habe gerade? Ne, das hat ja jeder hingekriegt. Ich meine, das Spiel ist ab 6, ne? Ich glaube nicht mal, oder? Oder ist das. Ist das mit Altersbeschränkung? Geeignet ab 6 Jahren ist das. Ja? Ja. Okay. Ach, guck mal, der Endfight ist sogar hinten auf so einem Bildchen drauf. Hallo, Harry. Oho. Ich bin's, Hagrid. Schön, dich zu sehen. Das sind die Ländereien von Hogwarts. Ich bin der Wildhüter. Muss zum Kräuterkundeunterricht. Professor ja, Stroud wartet ne? schon im Gewächshaus. Komm doch später mal auf eine Tasse Tee vorbei. Muss dich was fragen. Meine Hütte steht auf den Ländereien. Ich muss dich was fragen. Ich hab Angst vor dem. Liebst du mich auch? Dam, dam, da! Muss zum Unterricht schon wieder. Ja, dann Flitzmaschen. Oh, ja. Soll ich mich trauen? Dann flitz mal schnell. Okay, los geht's. Aha. Ich muss. Da hinten liegt eine Bohne. Ja, mein Gott. Ja, Adlerauge, sei wachsam. Ravenclaw-Auge. Weh, ich schaff das jetzt nicht mehr hier. Die scheiß Bohnen.
einsammeln musste. Lependo! Lependo! Den habe ich drauf, den Zauber. Den haben wir schon ungefähr 1000 Mal gemacht. Lependo! Jetzt nur noch hier hoch. Nein! Hey, ich bin so blöd! Erzähl mal was Neues. Oh, das knackt jetzt. Nein! Das schaffst du nicht mehr. Oh nein. Nein! Harry Potter, du kommst zu spät. Toll! Kräuterkundeunterricht. 5 Strafpunkte. 5 Strafpunkte für Gryffindor. War es nicht so glanzvoll? Ja, ich möchte es noch einmal versuchen. Kriegen wir einen extra Punkte? Ich versuch's noch einmal. Oder wir werden doch 5 abgezogen, müssen wir 0 haben. Juhu! Da sind die Bohnen weg. Ja, daran lag's jetzt, ne? Natürlich. Nicht, weil du einfach wie so ein Dämmlack da runtergefallen bist. Beim Stress. Muss meine Ruhe haben. Mal locker trocken, ich mach das hier. Ich muss mich auch daran gewöhnen, hier die Kamera so komisch zu drehen. Tschu! Oh, geht er da hoch? Ja? Locker. Andere schneiden wir raus. Potter, nehme ich an. Willkommen im Kräuterkundeunterricht. Du kommst gerade rechtzeitig. Die Punkte bekomme ich aber nicht wieder. Ja, geil. Ich bin Professor Sprout. Also gut, wir werden heute den Incendio-Zauber lernen. Ist das so? Ich beobachte meinen Zauberstab auf dem Bildschirm und... Hat die überhaupt Augen? Hat die da 2 Pupillen in dem linken Auge? Guck mal, jetzt bin ich dran. Um den Incendio-Zauber zu... Schauen wir mal, ob das besser klappt. Genau so ist es richtig. Nun können wir mit der Stunde beginnen. Ja. Mach dich bereit. Bereit. Auf geht's. Auweia. Auweia, war das eine Scheiße. Das war gut. Worst Zauberer ever. Gut. Nein, lach nicht. Dann kann ich mich nicht konzentrieren. Nicht besonders gut. Ah, nein. Versuch es weiter. Tu es. Das war gut. Ja. Hervorragend. Perfekt. Oh, hoffentlich wird das nochmal schwerer. Sehr mit Sicherheit. Versuch jetzt einmal diesen. Versuch es. Versuch es weiter. Nicht aufgeben, Harry Potter. Ich habe nur einen Fehler gemacht. Hervorragend. Perfekt. Ja. Ja, so ganz gut war das ja auch nicht, ne? Gut gemacht. Du hast den Incendio-Zauber gemeistert. Gemeistert, ohne Gleichen. Nun, damit du siehst, wie man den Incendio-Zauber... Mein Gott, ist das Ding hässlich. Das Ding. Es hat einen Zopf. Das hat man von einer Seite nicht so gut gesehen. Nee. Wir versuchen jetzt, mit dem Incendio-Zauber eine springende Knolle auszutrocknen. Die arme Knolle. Zaubere mit deinem Zauberstab die springende Knolle in der Nähe der Tür. Drücke auf die richtigen Symbole, um genug Zauberkraft aufzubauen. Das kann ja was werden. Dein Zauber auf die Knolle wirkt. Ich kann sowas. Das ist genau meins. Die ganze Frösche. Tut die mir weh, die Knolle? Incendio! Schau, Knolle. Das war nicht schlecht. Das hat Hab ich jetzt 5 Punkte bekommen? Jo, das hat er gut Hast gemacht. Hast du wieder reingeholt. Wenn uns aber die 5 Punkte am Ende fehlen, du. So. Schmetterlinge. Ach, guck mal, du kannst direkt speichern. Hm. Und dann beenden wir die Folge an dieser Stelle. Genau, die Folge beenden und dann speichern.
Oh, wir spielen offscreen noch. Nee, ja, wir speichern offscreen. Und du bist ja nächstes Mal dran, ne? Ja, ich guck mal hier. Steht bei mit Besen. Soll ich einfach putzen? Okay, dann würde ich sagen, wir sehen uns das nächste Mal wieder. Jo, bis das nächste Mal. Mel.